Moin ihr Lieben, wenn ihr MM werden wollt und dabei alles richtig machen, dann bleibt jetzt dran, denn das ist euer Video. Wenn ihr MM werden wollt, ist eine Sache ganz wichtig zum Start und da gehe ich nur ganz kurz drauf ein. Ihr müsst euch Vertrauen aufbauen und versucht das erstmal auf eurem City-Bild, über den Global Chat, über den privaten Chat, über die Unterstützung von neuen Spielern, über faires Handeln, Ankaufen, Verkaufen, über Farmaufträge bearbeiten oder auch bei Streamern im Chat aktiv sein, nicht zu viel geiern, nicht zu keck sein, einfach mal freundlicher Mitspieler sein und dort einfach aktiv sein, so dass die Leute euch mit eurem Ingame-Namen immer besser kennenlernen. Und Leute, die mit euch viel gehandelt haben oder für die ihr viele Farmaufträge gemacht habt, die werden früher oder später anfangen, euch zu vertrauen. Und dieses Vertrauen braucht ihr als Grundlage, um MM zu werden. Und ansonsten könnt ihr das komplett vergessen. Das nächste, was ihr unbedingt braucht, ist Geld. Eine Grundregel Nummer 1 beim Middleman-Job ist, mache niemals einen Trade, der teurer ist als das, was ihr erstatten könntet. Ihr seid in dem Moment, wo ihr MM macht, und das ist die Krux an der Geschichte, es ist vielleicht cool, ein MM zu sein, aber es ist nicht immer, wie soll ich sagen, angenehm. Denn sollte bei dem Trade irgendetwas schief gehen, weil der Verkäufer scammt, weil der Käufer scammt, weil der Server in dem Moment abschmiert und die Items weg sind, was auch immer, du als MM bist derjenige, der die Verantwortung trägt und der den Schaden im Zweifel auch erstatten muss. Also niemals einen MM-Deal machen, bei dem es um mehr geht, als ihr erstatten könnt oder wollt. Das ist, wenn ihr 100.000 Dollar habt, wenn ihr nicht bereit seid, die 100.000 Dollar herzugeben, wenn bei dem Trade irgendwas schief läuft, dann macht diesen MM-Trade nicht. Merkt euch diese goldene Regel. Was braucht ihr ansonsten? Naja, wir sind hier auf meinem Handelsplot und letztlich empfehle ich euch immer, einen Single-Plot zu haben. Also hier rundherum ist mein Merch. Das ist tatsächlich ein einzelnes Plot, das mitten in meinem Merch liegt. Ich kann euch das kurz zeigen. Hier sind wir, /BI, auf dem Grundstück. Hier sind wir auf dem Grundstück. Und hier sind wir auf der Straße. Genau wie hier. Also alles hier außenrum ist ein Merch und in der Mitte, das ist extra. Wie ich das gemacht habe, das bleibt mein kleines Geheimnis. Das geht nämlich eigentlich gar nicht. Aber okay, auf diesem Plot braucht ihr ein oder zwei Kisten. Eine Kiste reicht eigentlich vollkommen. Dann braucht ihr klare Regeln, klare Strukturen. Das heißt, die Leute sollten immer in den P-Chat gehen, also /P-Chat anschalten. Upsala, P-Chat. Und dann könnt ihr schreiben, hallo, worum geht es? Zack. So, die beiden Beteiligten können sich austauschen. Ihr fragt immer exakt nach, wer bekommt was von wem. Ja, und dann sagt der eine Handelspartner, ich gebe ein Drachenei und der andere sagt, ich gebe 17.000 Dollar. Prima. Dann fordert ihr denjenigen mit dem Drachenei auf, das Item in die Kiste zu legen. Dafür addet ihr ihn auf dem Grundstück. Achtung, gebt ihm keinen Trust. Trust hat das Problem, dass Menschen auf diesem Plot machen können, was sie wollen. Immer, auch wenn ihr offline seid. Mit Add kann er nichts tun, wenn ihr nicht da seid. Solltet ihr also mal vergessen, ein Ad zu entfernen und offline gehen, ist das nicht so dramatisch, wie wenn ihr einen Trust vergesst. So, generell empfehle ich euch, nutzt die Labymod-Einstellung, das Labymod-Wheel, um die Kurzbefehle darauf zu legen, weil dann könnt ihr Add und Remove vom Plot viel, viel, viel effizienter und schneller nutzen. Ihr müsst nämlich jetzt hingehen, ihr habt den geaddet, den Kollegen, der hat das dran reingeguckt, ihr habt das überprüft und ihr nehmt das Ei dann aus der Kiste. Also wir nehmen mal beispielsweise ein Ei, sicherheitshalber, zack. So, also wir gehen davon aus, er hat das Ei hier reingelegt, ihr holt das Ei da raus und jetzt baut ihr die Kiste erstmal ab. Warum ist das so? Es gibt einen Bug und es gibt auch ein Hack, bei dem jemand in der Kiste drin bleiben kann. Beziehungsweise es ist nicht mal zwingend ein Bug oder ein Hack. Ihr habt ihm vielleicht das Trust entfernt. Er ist aber noch in der Kiste drin. Ihr seht das gar nicht. Ja. So, dann baut ihr die Kiste wieder neu auf. Denn wenn ihr sie einmal ab und wieder aufgebaut habt, ist sie definitiv geschlossen. Ihr habt das Recht entfernt. Oder in der ganzen Reihenfolge, ihr habt ihm Rechte gegeben. Er hat das Ei reingelegt. Ihr habt in die Kiste geschaut. Ihr habt das Ei in euer Inventar genommen. Ihr habt seine Rechte entfernt. Baut einmal die Kiste ab. Baut sie neu auf. Legt das Ei wieder rein und jetzt sagt ihr dem anderen, dass ihr das Geld braucht. Sobald das Geld auf eurem Konto gutgeschrieben wurde, und ich empfehle euch vor einem MM-Deal, guckt euch euren Kontostand genau an oder legt das Geld, das ihr bereits habt, auf die Bank, sodass ihr genau seht, wie viel Geld ihr bekommt. Ja, im besten Falle nehmt ihr sogar ein Video von dem MM-Deal auf. Sollte irgendetwas schief gehen, könnt ihr hinterher immer noch das Video zeigen und genau aufklären, was passiert ist. Und nehmt euch vor Fake Money Nacht. Wenn ihr also dann das Geld habt, dann trustet ihr, nein, addet ihr denjenigen, der das Geld überwiesen hat,
Er kann sich hier das Ei rausholen und sobald er bestätigt, dass er das Ei hat, bezahlt ihr den Verkäufer mit dem Geld, das ihr bekommen habt. Das ist im Prinzip alles. So, mehr braucht ihr an der Stelle übers MM-Sein gar nicht wissen. Nur, wie gesagt, denkt an die goldene Regel, ganz, ganz wichtig, niemals einen Deal machen, der größer ist als das, was ihr erstatten könnt. Und als MM ist euer Ruf das Wichtigste. Das heißt, selbst wenn es ein bisschen merkwürdig gelaufen ist, lieber erstattet ihr den Schaden, als dass euer Ruf als MM leidet. Alles klar. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann einfach mal bei mir melden. Und wenn ihr generell mehr Bock auf diese Videos habt, dann abonniert doch die Glocke und aktiviert den Kanal, damit wir uns auch in Zukunft sehen und ihr nichts mehr verpasst. Von daher, haut rein, schreibt mir was Schönes in die Kommentare. Bis dann, euer Rouge83. Ciao.